Hi Leute! Wir wollen euch in diesem Video mal über unseren Einkauf erzählen. Und zwar ist es so, dass sich da durch unsere Ernährungsumstellung natürlich auch unser Einkauf entsprechend verändert hat. Früher war es so, da haben wir eigentlich, ich sag mal, bestimmt 80-90% Fertigprodukte oder stark verarbeitete Produkte gekauft, Tiefkühl, Pizza und so weiter. Ne? Und ich sag mal, nur 10-20% waren dann so frischer Anteil. Und heute ist es zum Glück genau andersrum. Ne? Heute kaufen wir wirklich 80-90% frische Lebensmittel ein, also Obst und Gemüse ganz viel. Und 10-20% sind dann halt wirklich noch Fertigprodukte oder verarbeitete Lebensmittel. Aber da haben wir auch so ein paar Lieblinge oder Favoriten sozusagen, die wir halt ganz gern essen, auf die wir auch nicht verzichten möchten. Und da wir jetzt heute gerade vom Einkaufen kommen und gedacht haben, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen was zum Zeigen, wollen wir euch das mal vorstellen, was wir da so gerne mögen. Ja, zum Einkaufen haben wir viele Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Tür, aber wir gehen eigentlich immer zu den drei gleichen Läden. Zum einen, das ist der Netto-Marken-Discount, dann der DM und Dens Biomarkt. Beim Netto-Marken-Discount holen wir meistens nur Obst und Gemüse, das gibt es ja schon in Bio-Qualität meistens, ist halt auch günstiger als woanders und ja, die Tiefkühlabteilung lassen wir meistens links liegen und die Kühlregale auch. Außer wir holen uns ab und zu mal hier so eine fertige Tofu-Bolognese. Die ist super, geht super schnell zum Zubereiten und die kann man dann auch noch mal ein bisschen aufpimpen. Dann schmeckt die auch echt klasse im Vergleich zu anderen fertigen Tofu-Bolognesen. Genau, was wir im Netto auch noch gerne holen, das haben wir aber heute vergessen, blöderweise, sind getrocknete Tomaten. Also die holen wir eigentlich immer beim Netto, weil sie erstens günstig sind. Ich glaube 1,39 oder 49 oder so kosten die da und schmecken super lecker, sind so in Öl eingelegt. Haben wir blöderweise heute vergessen, aber die holen wir da auch immer noch gerne. Genau. Wenn wir dann beim Netto fertig sind, dann gehen wir meistens zum DM und holen uns ein paar Alnatura-Sachen. Und da holen wir uns zum Beispiel in letzter Zeit super gerne Kichererbsen im Glas, gibt es die da. Und wir essen irgendwie ganz viel Kichererbsen im Moment. Also zum Beispiel in Gemüsepfanne ganz gerne rein, in Suppen oder Eintöpfe oder auch mal über einen Salat drüber oder so. Und manchmal legen wir uns die auch selber ein, ist natürlich noch besser, natürlich. Aber da wir so viele einfach auch momentan davon essen, kommen wir da gar nicht mehr nach, ne? mit Einlegen. Und manchmal passt es dann auch zeitlich einfach nicht so. Deswegen ist es super praktisch und da holen wir uns irgendwie die immer von Alnatura. Das ist super. Genau, was wir dann noch holen, ist hier dieser Kokosdrink. Das ist einfach nur Kokoswasser gemischt mit Ananassaft. Gibt es auch ohne Ananas, also pur hundertprozentig. Ist jetzt nicht so unser Geschmack, aber hier diese Mischung ist super klasse. Das ist super isotonisch, stillt den Durst. Wir haben das jetzt geändert mit dem Deckel hier. Das kann man wieder verschließen, das finde ich richtig gut, weil die kann man auch wunderbar einfach in den Rucksack in der kleinen Tasche mitnehmen für unterwegs. Ja, ist ein Top-Teil. Dann stehen wir total auf die Gemüsetortellini von Alnatura. Da gibt es auch noch andere Sorten, die jetzt nicht vegan sind. Die Gemüsetortellini sind vegan laut Zutatenliste, auch wenn es leider nicht draufsteht. Und die sind echt super lecker. Also wir haben vorher schon immer gerne Tortellini gegessen, damals natürlich noch mit Fleischfüllung oder mit Käsefüllung oder so. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt sie auch mit Gemüsefüllung gibt. Super lecker und wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht das Gesündeste, aber ab und zu gönnen wir uns das einfach mal. Genau, und was wir noch gerne holen, das ist dann hier Cashew-Mousse. Und zwar dieser Cashew-Mousse, den benutzen wir ja eigentlich für alles Mögliche, zum Beispiel für Soße auch, für Tortellini. Das macht das so richtig schön cremig, lecker. Oder zum Beispiel als Käseersatz auf Pizza. Zusammen mit Wasser und Hefeflocken gemischt ist das ein super Käseersatz zum Beispiel. Super gesund und lecker. Und ja, was wir jetzt neu entdeckt haben bei Alnatura, sind diese Kokos-Marzipan-Konfekt in Zartbitter. Die sind richtig lecker. Ist gerade, glaube ich, so eine Osteraktion oder Frühlingsaktion oder so, so wie vor Weihnachten auch. Da haben sie immer so Aktionssachen. Meistens sind die halt nicht vegan und ich habe extra mal alle durchgelesen. Und hier diese Kokos-Marzipan-Konfekt in Zartbitter, die sind tatsächlich vegan. Da sind nur drin Kokosraspeln, Zartbitterschokolade, Glucose-Fructose-Sirup, Marzipan-Rohmasse und Rohrzucker. Natürlich nicht mega gesund, ist klar, aber sind halt lecker. Und wenn man sich mal jetzt so vor Ostern eine kleine Nascherei gönnen möchte,
passen die richtig gut. Und wie gesagt, wir haben sie auch schon probiert. Muah, lecker. Was wir uns dann noch Leckeres holen, das ist Kokosmilch. Kokosmilch benutzen wir auch sehr häufig. Und es gibt Kokosmilch ja in zig Varianten, gibt es überall eigentlich zu kaufen. Aber die von Alnatura ist halt wirklich nur mit Kokosnuss und Wasser und sonst keine anderen Zutaten. Bei den anderen, da ist immer so eine Zutatenliste, weil die das dann versuchen irgendwie cremiger zu machen und dies und das. Oder nur Kokosextrakt benutzen und dann nicht Bio. Also wir nehmen das hier, das ist ein bisschen klumpiger. Aber wenn man das zum Kochen benutzt, hat das den gleichen Effekt, schmeckt super lecker. Zum Verfeinern von Soßen und allen möglichen halt. Ne? Ja. So, wenn wir dann bei Alnatura fertig sind und immer noch nicht alles beisammen haben, dann waren wir heute auch noch beim Dance Biomarkt, wie gesagt. Und was wollten wir da? Ach so, genau. Und was wir da eigentlich grundsätzlich mitnehmen, wenn wir da sind, sind diese Riegel von Allos, Pure Pieces heißen die. Und dann nehmen wir immer die rote Sorte mit. Das ist mit Mandel, Cranberry und Cashew und Zartbitterschokolade. Ein Traum, also wirklich richtig lecker. Wir machen zwar auch immer selber Riegel ab und zu mal, zeigen wir euch auch mal bei Zeiten, wie wir die machen. Aber wenn wir jetzt gerade mal keine gemacht haben oder ja auch einfach mal unterwegs irgendwie was mitnehmen wollen oder so, dann sind die super lecker und auch praktisch irgendwie. Ja, können wir nur empfehlen, wir nehmen da irgendwie immer einen, immer einen mit. Obwohl die ein bisschen teuer sind, finde ich, für 1,29. Irgendwie sehe ich das nicht ein, aber sie sind einfach so lecker, dass ich doch immer mal bin. Wen mitnehme. Ja, fällt auch unter Süßigkeit. Was wir dann noch haben, das sind hier Aufstriche, die holen wir immer beim Dance. Da haben wir diese beiden, das sind unsere absoluten Favoriten. Das ist einmal hier der Sojananda Aufstrich, ist super lecker und ist in dem Sinne ist zwar ein Fertigprodukt, aber ist kein ungesundes Fertigprodukt. Das ist einfach fermentiertes Soja, ist super lecker. Wollten wir mal probieren selber zu machen, aber naja, wir kaufen es halt, ist irgendwie einfacher. Und dann haben wir hier noch diesen Gemüseaufstrich von Allos und das ist unser absoluter Favorit, das ist Peters Paprika Trio. Da haben wir sonst, wir haben schon eine ganze Latte da mal durchprobiert und das ist wirklich der, der am besten schmeckt, der gefällt uns. Ja, ja, und dann noch was Ungesundes zum Schluss und zwar diese Brownies. Ich habe die einmal ausprobiert, diese Fertigmischung für extra schokoladige Brownies. Super. Und die sind so geil einfach, dass ich sie jetzt schon öfters gemacht habe, wenn ich mal irgendwohin, keine Ahnung, einen Kuchen mitbringen sollte oder was Süßes oder so, dann habe ich ganz gerne auf diese Fertigmischung zurückgegriffen, obwohl ich natürlich auch gerne selber backe, ist ganz klar. Aber manchmal, wie gesagt, muss es ja schnell gehen. Das ist total easy. Und dann können wir wirklich diese Mischung mal empfehlen. Hier unten steht sogar drauf, gelingt auch vegan und hinten ist dann eben einmal die Zubereitung mit Ei beschrieben und einmal die vegane Zubereitung. Das finde ich ganz sympathisch, dass die das so trennen oder einfach beide Alternativen sozusagen bieten. Und ja, also geschmacklich richtig geil, haben wir schon mehrmals ausprobiert. Sehr, sehr lecker. Und das nehmen wir dann ja nicht jede Woche natürlich mit, aber ab und zu mal gönnen wir uns leckere Brownies, vielleicht heute. Genau, damit kann man auf jeden Fall auch, wenn man die mal mitnimmt zur Arbeit zum Beispiel, so Brownies für Kollegen, sage ich mal, das ist 100% Überzeugungsarbeit. Ne? Also das ist ein super Teil. So, ja, das waren jetzt so unsere Favoriten, kann man sagen. So die Favoriten, die wir halt mal mitnehmen, so in den einzelnen Läden, über das Gemüse und das Obst hinaus sozusagen. Genau, also und, extra. Ja. Ne? So. Und das ist ja jetzt auch eigentlich alles mega ungesund. Klar, die Süßigkeiten, die müssen sich in Grenzen halten, ne? Dann sollte man sich nicht jeden Tag reinziehen. Aber wie gesagt, hin und wieder gönnen wir uns das ein oder andere. Und ja, vielleicht war die eine oder andere Idee auch für euch dabei. Können wir auf jeden Fall was wir jetzt gerade gezeigt haben, alles empfehlen, weil wir es schon probiert haben und es lecker finden. Ja, worauf wir noch hinweisen wollten ist, wir posten ja auch ja, nicht jeden Tag, aber auf jeden Fall regelmäßig bei Instagram Fotos von dem, was wir so essen meistens. Vielleicht interessiert euch das auch. Dann guckt gerne mal auf unseren Instagram-Account unter wir_sind_weg mit V. Und so wie unser Kanal eben auch heißt. Und wie gesagt, da könnt ihr ja auch gerne mal reingucken und uns abonnieren, wenn ihr möchtet. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch gerne ein Like geben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wir sind weg.